Katastrophenschutz arbeiten. Natürlich können sie auch, wenn sie es wollen, an die Front. Aber viel wichtiger ist, was das gerade in der Ukraine passiert. Sind sie weggelaufen. Nein, sind doch weg von der Ukraine. Die wollen nicht mehr kämpfen, darum sind sie nicht mehr da. So, sie haben aber sie dürfen das. In Russland werden sie erschossen. Ja, und wir reden über die These, dass die alle kämpfen wollen. Und wenn 200.000 offensichtlich nicht mehr kämpfen wollen, die hier in der Bundesrepublik sind, die Leute sind kriegsmüde, allein schon dieser Begriff. Die haben keine Lust mehr auf diesen Krieg. Die Leute werden dort von Vans auf der Straße gekrallt, um an die Front geschickt zu werden. Die wollen doch nicht hin. Die Menschen wollen Frieden. Und Frieden kriegen wir dadurch, dass wir jetzt Folgendes mal zur Kenntnis nehmen. Wir haben ein Jahr. Sie haben das Argument müssen Sie bitte einmal übergeben. Also, dass die Menschen. Gerade das Maischberger jetzt unterbricht. Also alles, was er hier gerade sagt, das stimmt. Also was Klaus Ernst hier sagt, stimmt zu 100%. Das sind exakt die Verhältnisse, die wir haben. Und die Männer, die in der Ukraine sind gerade noch, die können ja nicht ausreisen. Also jetzt nur die Zahlen von den Leuten zu nehmen, die hier in die Europäische Union geflohen sind, reicht ja noch nicht aus. Wir haben ja auch noch viele Ukrainer, die beispielsweise nach Russland geflohen sind, die dort vor diesem Krieg in Sicherheit gekommen sind. Wir haben dann noch viele Männer, die gar nicht aus der Ukraine ausreisen durften, weil es eben ein Ausreiseverbot gibt. Also all das haben wir ja. Menschen nicht kämpfen wollen, bitte. Ja, die wollen nicht kämpfen. Die Ukraine hat über 800.000 Soldaten im Einsatz. Wie viel verloren? Die Russen haben 1,5 Millionen im Einsatz und 500.000 verloren. Die Russen nehmen überhaupt keine Rücksicht auf ihre Soldaten. Sie haben Gefängnisse geleert. Wie viele von den Ukrainern sind schon gestorben? Und wie viel? Also, seit der Einberufungswelle im Herbst 2022 gibt es in Russland, zumindest so, wie wir die Medienberichte verfolgen können, keine Zwangsrekrutierung mehr. Russen können sich dem Einsatz für ihre Armee durch Ausreise entziehen. Ihnen ist das nicht möglich. Also, jetzt mal auch, wie die Verhältnisse da sind. Also, das ist ja auch schon etwas, was Kiesewetter hier gerade andersherum darzustellen versucht. Also wie gesagt, wenn ihr in Russland lebt einberufen werdet, dann könnt ihr immer noch auswandern und sagen, okay, ich habe damit nichts zu tun, in der Ukraine ist das nicht möglich. Dann werdet ihr an der Grenze aufgehalten und dann zu 3 bis 5 Jahren Gefängnis verurteilt oder an die Front geschickt. Also es kann auch sein, dass die Strafe extra niedrig angesetzt wird, dass ihr danach gleich eingezogen werden könnt. Also das sind die Verhältnisse in der Ukraine. In Russland habt ihr immer noch die Möglichkeit auszuwandern. Wie viele werden weiter sterben? Die Ukrainer verteidigen ihr Land. Sie leben für ihr Land und sie setzen ihr Leben dafür ein. Und in der Bundesrepublik hoffe ich, dass, wenn der Krieg sich ausweitet, wir nicht die Umfrage bestätigen, die wir hatten, dass ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen will, sondern wir müssen, wie der Verteidigungsminister sehr richtig sagt, aufpassen, dass der Also wenn der Krieg sich ausweitet, also mit so etwas zu planen, so etwas als realpolitische Option in den Raum zu stellen, ist ja schon völlig irre. Ja, wenn dieser Krieg sich ausweitet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Deutschland atomar verstrahlte Wüste wird. Also, dass hier nichts mehr lebt. Also, das ist doch, ja, was soll man dazu sagen? Also, was sich unsere politisch-mediale Elite hier schon im geistigen Kriegsmodus befindet, solche Leute wie Kiesewetter. Also, dass dieser Krieg sich ausweitet auf Deutschland, wie gesagt, das halte ich für fast ausgeschlossen. Wenn, dann wird es weitere Stellvertreterkriege geben neben der Ukraine. Also Serbien gibt es ja einen Territorialkonflikt, Aserbaidschan, Armenien, Moldawien, Georgien. Also da gibt es ja genug Konflikte, wo man eskalieren könnte, wenn man es wollte. Und ja, dieser Krieg sich ausweitet, das ist ihr merkt, mir fehlen die Worte. Ich hatte ja letztens ein Paper der DGAP besprochen, die ja auch mit einem großen Krieg zwischen der NATO und Russland plant, einem großen konventionellen Krieg. Also wohlgemerkt keine atomare Eskalation, sondern ein konventioneller Krieg. Und das wird hier ganz offen diskutiert, jetzt auch schon in der Talkshow von Kiesewetter. Pistorius hat ja letztens auch gesagt, wir müssten kriegstauglich werden. Also wir werden hier wirklich in atemberaubender Geschwindigkeit auf neue Kriege mit Russland vorbereitet. Ausweitet. Eben. Und die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Und wenn die Ukraine fällt, wird Russland uns testen, wie er schon Lettland antestet. Ich warne, auch meine Damen und Herren, die zuhören, ich warne davor, dass wir das verharmlosen. Sie reden nur über die Ukraine. Russland opfert ethnische Minderheiten. Russland nimmt überhaupt keine Rücksicht. Als Selenskyj verhandeln wollte, als Selenskyj gesagt hat, ich verzichte auf die Krim, ich verzichte auf die NATO-Mitgliedschaft, war die Antwort von Putin, Butscha, Irpin, Mariupol, wo allein im Theater... Das stimmt überhaupt nicht. Also ja, dies mit den
mit dem Massaker in den Kiewer Vororten, mit den Kriegsverbrechen dort, das stimmt. Aber zu sagen, die Ukraine hat das Angebot und Russland hat es abgelehnt, das stimmt nicht. Also Russland war bereit zu diesem Angebot, die Ukraine hat das abgelehnt. Das ist die falsche Chronologie, die Kiesewetter uns hier gerade auftischt. 800 Kinder ums Leben gekommen sind. Es sind Kriegsverbrechen, die Russland begeht. Das ist unbestritten. Ungeheure Art. Ja. Und wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, hört die Ukraine auf zu existieren. Und dieses Volk will kämpfen und möchte überleben. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann ist das das Ende von Russland als Großmacht. Wenn der Westen aufhört zu kämpfen, dann bedeutet das einfach nur den Verlust einer sehr stark entvölkerten, wenig industrialisierten Halbkolonie in Osteuropa von sekundärer Relevanz. Also für den westlichen Imperialismus ist die Ukraine ein viel kleinerer Verlust als für den russischen. Das könnte man auch so betrachten, wenn man keine pathetische Kriegspropaganda betreiben wollte. Leben als ein Land. Wie kriegt man es hin? Zumal ein kompletter Verlust für der Ukraine durch das westliche Kapital ja überhaupt nicht in Aussicht steht. Also die Ukraine, das russische Angebot lautet ja Neutralität und nicht Unterwerfung. Also Russland fordert ja nur die Annexion von 4 ostukrainischen Oblasten und nicht die Eroberung der gesamten Ukraine. Russland, das ist ja genau das Argument. Sie sind sich einig, Sie wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wie kriegt man es hin, dass Russland aufhört zu kämpfen? Sie sind jetzt im Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie kriegt man das hin? Kompromisse. Also wenn man die offizielle russische Position, sich das russische Verhalten der letzten Jahre anguckt, dann ist ziemlich klar, dass Russland zu Kompromissen bereit ist. Und zu Kompromissen nicht bereit ist der Westen. Und deswegen müssen uns solche abstrusen Geschichten aufgetischt werden, wie von Roderich Kiesewetter. Ist auch lustig, dass es ist traurig, dass die Moderatorin das nicht hinterfragt, was er uns da gerade präsentiert hat. Also ich hatte Maischberger eben bei ihrer Befragung von Christian Lindner noch gelobt, weil sie mich da tatsächlich etwas positiv überrascht hat. Aber hier ist sie ja wirklich komplett auf Linie. Also nichts, was Kiesewetter hier von sich gibt, wird irgendwie kritisch hinterfragt. Gar nichts. Und das ist pure westliche Kriegspropaganda.